Jetzt folgt das Finale von Akt 3 mit Endgegner. Also mit einem Bossgegner. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es ein großer Drache. Wie damals im ersten Teil. Und ein schönes, großes Level. Puh. Lass mich kurz orientieren. Wird auch gar nicht so richtig angezeigt, von wo die kommen. Ach doch, überall wo es rosa ist. Das sieht gerade etwas komisch aus. Okay. Dann eben noch von hier. Und von hier. Oje, Mini. Ich hoffe, das ist nicht zu nah an dem Ausgang. Denn wenn die direkt aus dem Ausgang auf meinen Turm schießen, kann ich die nicht angreifen, weil die da noch in so einem sicheren Bereich sind. Das wäre blöd. Das kann man vermerken. Ja. Okay. Die erste Runde sollte es mal reichen. Ah, die Porno. Okay. Da hat sich etwas aufgetan. Thank you.
Befehl betrifft es auch. Ist immer schwierig. In Zwimmer aufgewertet. Und weiter geht's. Der Apollo. Der ist schon viel stärker diesmal. Fleischkeule greift an. Scheiß Husten, egal. Thank you.
Hat er jetzt hier runtergeschossen? Zwei Ohren kommen jetzt. Aha. Ist der Butterhose? Oder was? Mein Ton beschädigt. Prinzip. In der nächsten Runde kommt der Bossgegner. Da bin ich gespannt. Ich glaube, den können meine Türme nämlich nicht erreichen. Der ist mal außen rum geflogen. In sicherem Abstand. Zumindest im ersten Teil halt. Ich glaube, dass das sich immer hier rangekrallt hat manchmal. Ich gehe mal das Risiko ein. Ne, hier kann ich keine Tomben bauen. Ich glaube, kann es haben. Goblins, Kobolde. Level up. Da fliegt er schon. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Kurz alles ableveln. Da war's das schon.
Achso, erst noch die Welle besiegen und dann greift er bestimmt an. Oder? Greift er jetzt schon an? So, ich treffe noch eine. Noch ein Ogre, alter Schwede. Noch einer. Das sind schon viele. Easy. Ach Mensch. Mal noch schnell einen Bonbon nehmen. Für den Hals. Kommt doch. Sehen, ob er genau hier auftaucht. Yeah.
Verletzung? Jo, hallo? Alles stand, oh Gott, ich muss auch vielleicht wieder gucken. Noch gut aus. Hey, bleib hier! Ich will dich noch bitte abschießen. Ja! Geschafft. Juhu! Hi, Trashmeister. Bösen alten Drachen besiegt. Juhu. The ancient beast, broken and defeated by the team's relentless attack, collapses, plummeting to the ground in a ball of corrupted flame. With their final foe defeated, the heroes gather together to contemplate their victory. The apprentice stands questioning the source of this new enemy's power. The squire realizes the truth of the situation and that they are still a long way from breaking free from this hole. Jetzt the Huntress continues to scout the castle, jetzt looking for additional clues on how to break free. The monk briefly meditates, then looks at his fellow heroes with deep concern for what unknown battles await them. With their lives at risk and trapped in a void-infected mindscape mirror of their Aetherian home, the heroes, nay, living legends, defy the darkness. Together they stand, ready to see the light of day again. Abruptes Ende. Zehn Punkte haben wir gekriegt. Sonst? Sonst nicht. Ach, hier ist wieder ein extra Level. Die Höhlen von Glitzerheim, geil, das gibt's auch wieder. Das war damals auch so ein extra Level in dem ersten Teil. Und da könnte man immer ziemlich viele Erfahrungspunkte sammeln. Der Müll. Das sieht mir aus wie aus dem zweiten Teil. Der zweite Teil war aber ein Scheißteil. Hab ich nie gerne gespielt. Okay. Was machen wir? Kann mich nicht entscheiden. Ich würde erstmal das machen. Und das extra Level hier. Auch schon in der nächsten Folge. Ich glaube, das hier ist ein bisschen kleiner. Um noch schneller zu schaffen. Und ich stelle das jetzt mal auf schwierig. Geht nicht. Ach so, alles was man erst. Man muss erst auf Mittel schaffen. Okay. Dann eben so. A
Uncertain of what lies before them, our heroes begin searching for clues to help escape the torturous realm. When the Grand Master appears before them, her advice? Seek out others trapped throughout the realm, and that by combining their powers, they would be able to return home. Leaving the now liberated castle, our heroes make their way to the nearby woods. While exploring curiously familiar territory, the heroes come across a strange being. The apprentice approaches cautiously, when suddenly, the being surges with energy and comes to life. Introductions, however, will have to be made later, as enemies have been alerted and are marching towards our heroes. Naja, das ist doch ein neues Level, das kenne ich nicht. Ah, ich dachte, das wäre was anderes. Das wird ein Teil, dachte ich. Naja, das ist was anderes. Warum habe ich denn hier 30 FPS? Oder ganz komisch. Dort innen. Halt. So. Aber schön aussehen tut das Level. Immer von hier. Von hier. Wo ist der andere? Und hier oben noch ein Kristall. Da an der Ecke. Ja. Na okay. Viele Diamanten, ich kann ganz schön bauen hier. Sieht ja fast etwas seltsam, warum wir bei der Brücke noch was. Ja. So richtig flüssig läuft das Level aber irgendwie, ne? Thank you.
Schwert ist doch hier besser als meins, oder? Ach so, das ist von dem anderen Charakter. Alles klar. Das ist auch was Gutes. Was ist das, ein Schild? Mehr Angriffskraft, mehr Lebenskraft. Aber ich interessiere mich eigentlich mehr die Werte, die den Turm verbessern. Und da. Ja, genau. Nächste Runde. Schon der Oberflug, ja, ja. Nur leicht beschädigt. Zwei Ogre, aber mit Fragezeichen ist das die. Da kann die von hier, also da müssen die von hier kommen, sondern noch was. Da kommt zufällig irgendwo was. Juhu!
Oha! Jetzt wird's aber. Ja gut, da viel muss die Schlange nicht einstecken. Eine Welle. Oh Gott. Der ist stark. Alter Schwede. Wie gemacht hat er ne? Thank you.
Puh.